bei mir Bernd Beetz. Erstmal herzlich willkommen beim Livestream, beim Interview. Sensationell, mich freut es persönlich. Kann es einen schöneren Tag geben, wie heute in diesem Stadion gewesen zu sein? Kurze Antwort, nein. Nein, oder? Ein absoluter Traum, also ein toller Tag für das Waldhofherz. Ah, das ist gigantisch. Ne? Für so Sachen engagieren wir uns alle, dass wir so mal ein Spiel erleben. Ne? Irre. Ich denke auch, also wenn man das Spiel heute zusammenfasst, also Homburg kann einem fast schon leid tun, oder? Also die wurden ja demontiert. Also viel schönere Worte kann man eigentlich nicht finden. Das ist ja nur Lob für die eigene Mannschaft. Leider für den Gegner. Also ich würde es ein bisschen anders sehen. Ich sah die Homburger sehr engagiert. Die haben den Kampf also auch physisch stark angenommen. Also man kann nicht sagen, dass die Mannschaft enttäuschend war. Aber teilweise geniale Spielzüge, ne? Dieser eine Pass in die Tiefe. Und das hat alles gepasst, der Freistoß. Ist ja Real spielt nicht so gut wie wir, ne? Ja, genau darauf wollte ich hinaus. Ich wollte nicht hinaus, dass Homburg schlecht ist, sondern dass der Waldhof einfach so genial heute Fußball gespielt hat. Also was Dorian Diering für Bälle heute gespielt hat, das ist ja also keine Regionalliga. Nein, das ist super. Das war einfach auch schön anzusehen und zu erleben. Toll. Was sagen Sie denn generell, wie kriegen wir denn noch mehr Leute hier ins Stadion? Was muss da passieren? Weil ich denke, jeder, der sich hier umschaut und dann hört, über 5000 ist für einen Regionalligist natürlich eine Hausnummer. Aber wir sind Tabellenführer und spielen einen erstklassigen Fußball. Was muss da in Mannheim passieren, dass die Leute ins Stadion kommen? Was haben Sie da für Ideen? Also, das muss ich euch fragen, okay? Ich sorge dafür, dass wir so Spiele machen können. Jetzt müsst ihr gucken, dass auch die Zuschauer rankommen. Okay, dann nehmen wir das als unsere Aufgabe mit hin. Vielen, vielen Dank für Ihr Engagement. Und wir wünschen Ihnen und uns natürlich noch ganz viele solche klasse Spiele. Uns allen. Vielen Dank. Schönen Tag. Bei mir, für uns Spieler des Tages, Dorian Diering krönte sich selbst mit dem Freistoß. Also aus einer anderen Liga hast du heute Fußball gespielt. Was war da los generell? Waldhof 5:1 gegen Homburg mit einer Leistung. Also das ist ja abartig toll. Also schöner kann man das eigentlich gar nicht mehr gestalten für die Fans. Nee, ich glaube, schöner gibt's nicht, außer vielleicht 5:0. Also das Gegentor war schon ärgerlich. Wir haben angesprochen, dass wir heute kein Tor kassieren wollten. Leider hat sich uns nicht gelohnt. Da bin ich auch dran geteilt, weil scheiß Ballverlust im Vorwärtsbewegung. Aber ja, ich glaube, am Ende haben wir noch das gut hingekriegt, 5:1. Ich glaube, kann man nicht meckern. War das das beste Spiel der Saison? Nein, ich glaube nicht. Also nach 3:0 haben wir so das Gefühl gehabt, dass wir so einschlafen. Irgendwie haben wir so hin und her gespielt, nicht mehr so nach vorne richtig. Trotzdem glaube ich, gegen so einen Gegner 5:1 zu gewinnen, ist schon eine starke Leistung. Ja, wir werden morgen das Ganze analysieren mit Trainer und Co-Trainer. Ja, mal sehen, was rauskommt. Du hast heute viele Tore vorbereitet, selbst dann noch eins gemacht. Diese genialen Pässe in die Schnittstelle, die du heute gespielt hast. Einfach einstudiert im Training oder fällt dir das dann so spontan ein, in den Millisekunden, die du Zeit hast zum Überlegen, wo du den Ball hinspielst? Und ist das alles Intuition oder doch, sag ich mal, einstudierte Läufe und Pässe, die du da spielst? Ja gut, ich glaube, wir trainieren das im Training, klar. Diese Pässe in die Lücke und so. Heute hat sich ein guter Tag erwischt. Ist leider nicht jedes Mal so. Aber ja, heute glaube ich, dass ich zufrieden kann mit meiner Leistung. Nächste Woche steht ein schweres Spiel an in Elversberg, die man eigentlich kaum einschätzen kann. In der Tabelle sind sie ja jetzt nicht dort, wo man sie hätte erwarten können. Wie blickst du nach Elversberg aufs Auswärtsspiel hin? Schwer. Ja, auf jeden Fall schwer. Also klar, die haben gute Spieler, wie jedes Jahr. Dieses Jahr kriegen das nicht so richtig hin, aber trotzdem, das bleibt ein starker Gegner. Auswärts sind wir immer gut. Von daher werden wir wieder Gegneranalyse machen und alles. Werden wir uns gut vorbereiten auf Elversberg. Und ich glaube, letztes Jahr war auch ein tolles Spiel dort. Ich hoffe, dass wir das dieses Jahr wieder hinkriegen. Wir brauchen wieder so eine Serie. Jetzt haben wir 2 Siege hintereinander. Das muss weiter so sein. Also der Waldhof ist immer noch nicht am Limit, wie ich dich verstanden habe. Da geht immer noch ein bisschen was, trotz dieses übergenialen Spieles heute.
Wir freuen uns, regeneriert euch schön und feiert auch mal kräftig. Ja, werden wir probieren. Also ich weiß nicht, was Trainer vorhat. Vielleicht gibt er auch 2 Tage frei. Ja, Walle lacht schon, ich glaube. Ja, er hat gesagt, nach einer ordentlichen Serie gibt er 2 Tage frei. Aber ja, ich glaube, das ist noch zu früh. Mal sehen. Aber ja, heute werden wir auf jeden Fall was trinken gehen und schön feiern. Okay. Genießt es, habt ihr euch verdient. Danke euch. Okay, danke, ja. Ciao. Servus Silomani, heute, was war los? Nur 2. Ja. Seid ihr nicht zufrieden, oder was? Also, du meintest, du machst 15 in der Saison. Die Saison ist dann noch lang, ne? Also, nein, also gut. Natürlich bin ich glücklich über die 2 Tore, so ist es nicht. Aber ich kann der Mannschaft großes Lob aussprechen, also dass wir halt wieder 5 Tore schießen und dass wir halt offensiv so stark sind. Ja, großes Respekt an die Mannschaft und ich hoffe mal, dass wir einfach so weitermachen, weiter Gas geben und ja. Diese blöden Gegentore, die wir fressen, gut, das lernen wir noch, aber ja gut, das passiert, aber solange wir die Dinger vorne machen und wie gesagt, sind ja alle beteiligt mit Munir, mit Divi, Sommer, alle, also wie gesagt, Hammer. Vor allem heute wieder fast alles perfekt rausgespielt. Übt man das so im Training oder sind da auch manchmal einfach der Instinkt dann da, den Ball jetzt da rein zu chippen oder sind es meistens alles eingespielte Spielzüge? Natürlich, wie gesagt, trainiert man das auf jeden Fall in der Woche, aber ab und zu auch der Instinkt halt. Ne? So, beste Beispiel halt in Saarbrücken halt, wo Mitch den Ball köpft und der gegen Pfosten halt da rausfällt und ich den dann reinmache. Das ist halt so, okay, lauf mal hinterher halt. Ne? Und das ist halt so, das trainiert man natürlich auch, aber ab und zu hat man das auch im Blut. Aber sonst, ja, wie gesagt, von den Einzelspielern muss ich das nicht sagen, wir sind halt einfach top und ja, vom Charakter her einfach 1A. Und ja, wenn wir so weitermachen, dann ja, sehe ich uns weiter oben halt. Ne? Vor allem Homburg hat ja eigentlich gut mitgespielt, aber trotzdem waren sie am Ende echt chancenlos. Was hat man heute so bärenstark gemacht, dass Homburg da eigentlich auch mit Aufstiegsfavorit so untergeht? Ja, weiß ich nicht. Also wir spielen ja schon gut raus. Wir waren immer in den Zwischenräumen halt und da kamen die halt echt gar nicht klar. Und die waren halt immer einen Schritt zu spät, so habe ich das halt gesehen. Und die waren halt eiskalt vorne. Ne? Und dann halt 3-0 Zeit führst, dann ist halt für die Köpfe von denen es auch nicht einfach halt. Ne? Aber wie gesagt, wir sind in der Halbzeit halt, stand es halt 0-0 noch, so, und ja, dann ist wir dann halt in der zweiten Halbzeit halt so weit souverän spielen, ja, sollte auch so sein halt, ne. So, du bist jetzt mit Gößweiner beide 8 Tore Tabellenerster. Ich denke, dass du den hinter dir lassen willst, oder? Ja, natürlich halt, ne, also diesen Ehrgeiz, den habe ich ja, dass ich natürlich halt, ja, am Ende halt vorne stehe, aber ich mache mich nicht verrückt. Wenn es klappt, gut, wenn nicht, dann nicht. Dann halt, ne? Ich versuche halt der Mannschaft zu helfen. Mit Toren, mit Vorlagen oder ja, ist egal. So. Das ist natürlich erstmal unwichtig. Für mich zählt erstmal die Mannschaft. Wenn wir halt am Ende halt vorne stehen, ist für mich viel wichtiger, als ich diese Torjägerkanone in der Hand habe. Also von daher ist ja ganz egal. Vor allem ich von außen bekomme mit, dass du halt den Fußball nicht nur liebst, sondern auch lebst. Was geht da in dir vor, wenn auf einmal das komplette Stadion Ovi ist da schön anstimmt? Ja, ist natürlich, das hatte ich in den letzten Jahren nicht so oft, sag ich mal. Also ich war, ja, wir hatten schon ein paar Siege gefeiert, aber nicht solche Fans wie hier, das ist unfassbar. So, das beste Beispiel hat natürlich gegen Offenbach halt, ne, dass du halt 3-1 verlierst. Wir haben halt auch gut gespielt, aber dann, dass sie dann hinter dir stehen und so, das war für uns natürlich auch, haben am nächsten Tag auch in der Kabine gesprochen, so, boah, geile Fans und ja, ist natürlich umso besser, wenn du halt so einen Rückhalt hast und gibt dir noch mit Motivation dazu und ja, also einfach weiter so herkommen und uns anfeuern. Ne? So, jetzt gegen Saarbrücken, saarländisches Team Doppelpack gemacht. Heute ein saarländisches Team Homburg Doppelpack. Nächste Woche kommt Elversberg, auch aus dem Saarland. Was nimmst du dir da vor? Mal 3 oder? Nee. Hauptsache, ich mache mir so einen Druck, ey, das ist unfassbar. Nein, also, ach Quatsch, also Hauptsache wir gewinnen, das ist mal das Wichtigste. Wenn ich natürlich einen Teil dazu beitragen kann mit Toren oder Vorlagen, ist super. Ja, persönlich, wie gesagt, ich gehe auf dem Spielfeld und will halt immer ein Tor machen. Das ist immer so mein persönliches Ziel. Wenn es klappt, gut, wenn nicht, dann nicht. Aber für mich erstmal das Team und dann halt ich, ne? An der Stelle und sonst gibt es da nichts. Dann wünsche ich euch nächste Woche viel Glück in Elversberg. Ich hoffe, man sieht sich. Danke. Komm her. Danke, ja.